Wohl kein gutes Haar an der Regierungspolitik wird der nächste Redner lassen, der stellvertretende Klubobmann der SPÖ, Jörg Leichtfried. Bundeskanzler, Herr Vizekanzler, Frau Staatssekretärin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer. Diese Regierung feiert ein Jahr im Amt oder lässt sich abfeiern. Und das Tragische und Traurige ist, es feiern nur einige wenige mit. Herr Bundeskanzler, Sie haben gesagt, Sie haben Dinge versprochen. Ja, Sie haben Ihren Wahlkampffinanziers Dinge versprochen. Und die haben den einzigen Grund zu feiern, Herr Kurz, nach diesem Jahr. Das muss man Ihnen auch einmal sagen. Fast alle anderen haben keinen Grund zu feiern. Weil was haben Sie mit diesem Land gemacht? Sie haben es unsozialer, undemokratischer, ungesünder und unmoralischer gemacht. Das war Ihre Jahresleistung, Herr Kurz, und darauf können Sie sich wirklich etwas einbilden. Das Land ist unsozialer geworden. Unsozialer für die, die jeden Tag aufstehen müssen, die jeden Tag hart arbeiten müssen, die schwierige Berufe haben, die es sind, die in Wahrheit für diesen Reichtum, mit dem Sie sich jetzt gebrüstet haben, für dieses Land, die diesen Reichtum geschaffen haben. Und denen haben Sie, Ihre Koalition, in Wahrheit den Kampf angesagt. 12-Stunden-Tag, 60-Stunden-Woche, bei gleichzeitiger Ausschaltung der Betriebsrätinnen und Betriebsräte, Abschaffung der Lehrlingsentschädigung über 18 Jahre, das unfaire Zerschlagen der Gebietskrankenkassen, Abschaffung der Notstandshilfe. Und jetzt schaffen Sie sogar noch eine Business Class für reichere in Krankenhäusern ein, geschätzte Damen und Herren. Damit haben Sie das Land eindeutig unsozialer gemacht. Und Sie haben dieses Land undemokratischer gemacht. Dieser österreichische Nationalrat, die Herzkammer unserer Demokratie, ist ein unglaublich sensibles Instrument, auf das man Acht geben muss. Und für Sie ist es ausschließlich ein Instrument, Ihre unsoziale Machtpolitik durchzusetzen. Usancen sind nicht mehr wichtig. Begutachtungsfristen gibt es kaum noch. Die Betrauung von unzuständigen Ausschüssen. Volksbegehren mit 1,6 Millionen Unterschriften insgesamt sind Ihnen egal, geschätzte Damen und Herren. Und Herr Kurz, ich bin froh, dass Sie heute da sind. Aber ansonsten ist Ihnen dieses Hohe Haus ja genauso egal, weil Sie nie herkommen, Herr Kurz. Das muss man auch einmal dazu sagen. Sie haben dieses Land undemokratischer gemacht. Und Sie haben dieses Land, werden Sie nicht nervös, Herr Kollege, werden Sie nicht nervös. Sie haben dieses Land ungesünder gemacht. Im Jahr 2017 starben 1029 Menschen am Passivrauchen. Heute ist der 11. Dezember. Wenn man das hochrechnet, sind es wieder 970. Und wenn es nach Ihnen geht, wird es im Jahr 2019 wieder so sein, geschätzte Damen und Herren. Dann werden wieder 1029 Menschen am Passivrauchen sterben. Sie haben den Willen von 900.000 Menschen ignoriert, die gegen dieses Gesetz, das das Rauchen in Gasthäusern erlaubt, unterschrieben haben, geschätzte Damen und Herren. Und Sie tragen auch für die weitere Entwicklung in dieser Angelegenheit die Verantwortung, geschätzte Damen und Herren. Sie haben dieses Land eindeutig ungesünder gemacht und das ist Ihre Verantwortung und Ihre Schuld, geschätzte Damen und Herren. Da können Sie sich nicht herausreden. Und Sie haben dieses Land unmoralischer gemacht. Wenn eine Partei, und das rede ich jetzt Sie von der Freiheitlichen Partei an, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wenn eine Partei die Wahlkampfkostenlimits um 3 Millionen überschreitet und dann keinen Genierer hat, ungefähr dieselbe Summe einzuklagen für eine Wahl, die sie selbst verursacht hat, dann ist das nicht nur unmoralisch, dann ist das auch unanständig. Dafür können Sie sich schämen. Sie haben das Land unsozialer, undemokratischer, ungesünder und unmoralischer gemacht. Es ist kälter geworden in Österreich durch Sie. Und das ist kein Grund zum Feiern. Das ist kein Grund zum Feiern, geschätzte Damen und Herren. Nein, das ist ein Tag zum Trauern. Dankeschön.
In dieser Runde der Klubobleute war der stellvertretende Klubobmann der SPÖ an der Reihe. Pamela Rendi-Wagner scheint vorerst nicht auf der Rednerliste auf.